add on it. Im Namen von Ihrer Formation vom Kanton Bern möchte ich Sie recht herzlich willkommen heißen im Rathaus Bern. Danke ganz herzlich. Danke vielmals. Herr Bundesrat, willkommen in Berner Rathaus. Herr Regierungspräsident, herzlichen Dank. Willkommen. Grüß Sie vielmals. Ich bin Berner Rathaus. Es gibt eine kurze Regieanweisung jetzt, hinter dieser Spitzendelegation sich aufzustellen. Das geht schon aus. Ja, direkt aus Schaffhausen. Das ist schön. Sind Sie da? Alerts! Marsch! Die ganze Region, ja. Perfekt, also ich bin begeistert. Ich ganz grosser Tag für Langenthal. Wir können unseren Bundesrat feiern. Darum bitte ich ihn jetzt hier zum Mikrofon zu kommen. Herr Bundesrat, Ihr habt das Wort. Lieber Thomas, ich danke ganz herzlich für den Empfang. Ich danke euch, meine lieben Oberaargauerinnen und Oberaargauer, für den warmen Empfang. Und selbstverständlich heisst es, Freude herrscht. Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Ich weiss, dass es heute Abend Bundesratsbrötchen gibt. Ich weiss, dass es heute Abend Bundesratskuchen gibt. Es gibt Bundesratswurst. Es gibt Bundesratsbier. Genießt es und verschluckt es noch nicht. Ganz lieb. Danke.
machen. Ja. Dann führte er mit knappen, präzisen Fragen ein freundschaftlicheres Kreuzverhör. Wissen. Aber keine Sorge, die Fraktionspräsidentin Gabi Huber sitzt auf meiner anderen Seite. Die Fraktion hat mich also weiterhin gut im Griff. Er wird Erfolg haben und dafür gibt es vier Gründe. Und heute werde ich Ihnen, Herr Bundesrat Schneider-Ammann, am Ende am Ausgang die Fackel dieser Staffette überreichen. Über all die Jahre lebte und lebe ich nach dem Prinzip, dass wer keine Risiken eingeht, auch keine Chancen eröffnet. Für den wunderschönen Auszug aus der Salzburg. Als Unternehmer hätte er können, wieder wollen. Als Bundesrat könnte er nicht mehr wieder wollen. Jetzt müsste er wieder sollten. Unter dem Stichwort Könitz grüßt Langenthal darf ich nun also eine Grußbotschaft verlesen. Heute wird es gefährlich. Jetzt in Bern oben. Mit Ausnahme. Entschuldigung, aber ich glaube, das könnte ein gutes Omen sein. Also eine romantische Stimmung heute Abend in Langenthal. Herr Johann Schneider-Ammann, ich danke vielmals für das Interview und wünsche euch alles Gute. Unser neuer Bundesrat, meine Damen und Herren.